Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn man draußen vom Weltall guckt, dann sieht das alles dunkel und kalt aus und unser Planet wirkt dann wie so eine harte Murmel da im Nichts. Aber tatsächlich besteht unsere Erde fast nur aus flüssigen Materialien, weil die nämlich sehr, sehr heiß ist. In der Mitte ist die Erde so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Und deswegen ist alles flüssig, nur das leichteste Zeug ist an die Oberfläche hochgekommen und da erstarrt. Und das ist die Erdkruste, auf der wir leben. Diese Erdkruste ist nicht besonders dick, vielleicht 15 bis 20 Kilometer. Das ist im Vergleich zum Radius der Erde fast gar nichts. Aber in dieser Erdkruste befinden sich praktisch alle Elemente des Periodensystems und damit alles, was wir so zu unserem Leben brauchen. Und es ist die Aufgabe der Geoingenieure, alles, was wir brauchen, alle Rohstoffe und so weiter, aus dieser Erdkruste irgendwie rauszuholen. Gut, man kann zum Beispiel Tagebaue anlegen. Mit diesen Tagebauen kann man in Rekordfällen ganz schön tief runterkommen, über einen Kilometer. Aber im Allgemeinen können wir durch Tagebaue die Erdkruste nur bis zu einer Tiefe von vielleicht wenigen hundert Metern erschließen. Wenn wir Rohstoffe aus größeren Tiefen an die Oberfläche holen wollen, müssen wir Bergwerke bauen. Bergwerke kommen vielleicht 1 oder 2 Kilometer tief, in großen Ausnahmefällen auch noch tiefer, aber dann ist auch Schluss, dann wird es da unten so heiß und ungemütlich, dass Menschen nicht mehr tiefer in die Erdkruste runter vordringen können. Trotzdem sind da aber noch sehr viele interessante Rohstoffe zu finden. Und alle diese Rohstoffe, die noch tiefer in der Erde sind, als man mit Bergwerken erschließen kann, die kann man nur noch durch Tiefbohrungen erreichen. Die tiefste Tiefbohrung, die wir bisher gemacht haben, ist über 12 Kilometer tief. Die meisten vielleicht so in der Tiefe von 3, 4, 5, 6 Kilometern. Und in einer Tiefe von 5 Kilometern ist eine sehr hohe Temperatur. Es ist so heiß, dass schon Lötzinn von den Platinen fließen würde. Und der Druck ist so groß wie in den tiefsten Meeren der Welt, die man jemals erreichen konnte. Und es ist auch gefährlich, so tief in die Erdkruste runter zu bohren, denn es kann immer passieren, dass man überraschend auf Kohlenwasserstoffe trifft. Und das ist dann eben sehr gefährlich. Die Aufgabe der Tiefbohrer ist es, die Rohstoffe, die man da unten findet, also zum Beispiel Erdöl und Erdgas, die immer noch unsere wichtigsten Energieträger sind, dass man die sicher an die Oberfläche holt und nicht die Umwelt dabei verschmutzt. Es gibt aber in den Tiefen der Erde auch noch andere interessante Sachen, beispielsweise die Erdwärme, die in zunehmendem Maße heutzutage in Form von Geothermie genutzt wird. Und ein Geothermiekraftwerk benutzt Wasser als Trägermedium, um die Wärme nach oben zu kriegen. Das heißt, wir pumpen kaltes Wasser in die Erde, geben dem Wasser da die Gelegenheit, sich aufzuheizen, und dann kommt das warme Wasser wieder an die Oberfläche, wo wir die Wärme entziehen. Und in diesem Wasser sind alle möglichen Verunreinigungen drin, Salze, Kalk und sowas. Aber in jüngster Zeit hat man auch festgestellt, dass zum Beispiel auch Lithium in diesem Thermalwasser enthalten ist. Es ist nur ganz wenig, vielleicht 200 Milligramm pro Liter. Und deswegen könnte man sagen, ja gut, warum ist das interessant? Aber weil wir in so einem Geothermiekraftwerk pro Sekunde über 100 Liter im Kreislauf pumpen, da kann man ausrechnen, dass pro Tag ungefähr 2 Tonnen Lithium durch so ein Geothermiekraftwerk durchgepumpt werden. Und die Verfahrenstechniker suchen jetzt nach Möglichkeiten, dieses Lithium aus dem Wasser zu extrahieren. Denn Lithium ist sehr, sehr wichtig, um Batterien für die E-Mobilität zu bauen. Ja, mit Tiefbohrungen kann man aber auch noch andere sinnvolle Sachen machen. Im Rahmen der Energiewende kann man zum Beispiel aus industriellen Prozessen das CO2 extrahieren und es im Untergrund verbringen, in ausgeförderten Öl- und Gaslagerstätten beispielsweise. Damit entlastet man die Atmosphäre und bremst den Klimawandel. Oder wir können auch Tiefbohrungen dazu benutzen, um grüne Energien wie Sonnenkraft oder Windkraft grundlastfähig zu machen.
Wenn zu viel Energie da ist, weil es windig ist und die Sonne stark scheint, dann kann man mit der überschüssigen Energie Wasserstoff erzeugen und den in der Erde einlagern, in alten, ausgeförderten Lagerstätten oder in Salzkavernen. Und wenn wir die Energie brauchen, holen wir sie wieder raus und verstromen sie wieder. Und dadurch machen wir, wie gesagt, grüne Energien grundlastfähig. Das ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der Energiewende. Wir sehen also, Geoingenieure werden weiterhin immer gebraucht. Und vielleicht wollt ihr mal überlegen, ob ihr bei uns in Freiberg Geoingenieurwesen studieren wollt. Wir freuen uns über jeden von euch und grüßen euch mit einem Freiberger Glück auf!